Ich begrüße dich zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du für tolle Sachen aus Pulp herstellen kannst. Pulp wird aus alten Zeitungen hergestellt. Wie das geht, das findest du auf meinem Kanal. Ich verlinke hier noch ein Video dazu, wo ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du diese Pulp herstellen kannst. Heute geht es um diese Blüten hier, das sind Mohnblumen. Mohnblumen halten bei mir in der Vase nie. Ich weiß nicht, ob ich da was falsch mache. Vielleicht hast du da einen Tipp. Aber ich dachte, so mache ich doch diese Mohnblumen einfach aus alten Zeitungen. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und am Schluss sehen wir uns nochmals.
Wie immer natürlich hoffe ich, es war eine kleine Inspiration für dich. Ich habe dir am Schluss noch ein paar Möglichkeiten gezeigt, wie du diese Blüten dekorieren kannst. Und für den Eingang habe ich ja noch weiße Blüten gemacht und habe sie einfach bei einem schmalen Brett befestigt. Und ich finde, das sieht auch ganz toll aus. Gerade unten habe ich nicht so viel Platz und da muss ich immer was Schmales hinmachen. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Und hier habe ich jetzt einfach ein paar Gräser gesammelt und die Blüten reingesteckt oder direkt ums Gras gewickelt, damit man eine Höhe gewinnt mit den Blüten. Das war die Inspiration für diesen Sonntag. Wenn dich das Thema Pulp interessiert, dann gibt es ein Buch, das ich geschrieben habe. Hier hast du alle Anleitungen drin, das Grundrezept, auf was du achten solltest und. Da zeige ich noch kurz den Inhalt des Buches im Anschluss, wenn dich das interessiert. Das kannst du auf meiner Webseite bestellen. Und dann habe ich noch was. Ich bekomme immer wieder mal Anrufe für euch, wenn ihr ein Buch bestellen möchtet oder einen Kurs. Und ich kann euch nicht zurückrufen nach Deutschland. Also wenn ihr Kurse buchen möchtet oder das Buch bestellen möchtet, bitte schreibt mir an diese E-Mail-Adresse. Da bekommt ihr immer Antwort von mir. Falls das nicht der Fall ist, dann schreibt mir bitte nochmals. Ab und an verschwinden einfach einige E-Mails. Warum das so ist, weiß ich leider bis heute nicht. Dann war's das für heute. Der Wochenkurs geht bald los. Ich freue mich sehr und einige von euch darf ich persönlich begrüßen. Und wie gesagt, alle anderen könnt auf meine Webseite gehen und da seht ihr alle Kurse, die es gibt bei mir im Atelier. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Was nächsten Sonntag kommt, weiß ich noch nicht. Da muss ich mir was überlegen. Wenn ihr Anregungen habt oder etwas, was ich euch zeigen soll, bitte schreibt es unten in die Kommentare. Und was mich natürlich auch sehr interessieren würde, was ihr alles schon aus Pulp gemacht habt. Schreibt mir doch das bitte auch unten in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. So, das war's. Bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Wir sehen uns sehr gleich wieder. Tschüss zusammen.